Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir über das Wort Allgemeinbildung. Was ist Allgemeinbildung? Nun, Allgemeinbildung ist etwas, das allgemein bekannt sein sollte. Allgemeinbildung ist Bildung, die jeder haben sollte. Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. Der Rhein fließt durch Deutschland. Die Weltkriege waren von 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945. Ja, das alles ist Allgemeinbildung. Ja, es sind Fakten, die jeder wissen sollte. Wenn ich mich mit jemandem auf der Straße unterhalte und ich frage ihn, hey, was ist die Hauptstadt Deutschland? Und sagt er, naja, Berlin. Was ist die Hauptstadt Russlands? Moskau. Ja, also die Fragen kann jeder beantworten. Ja, jeder, der eine gute Schulbildung hatte, sollte diese Fragen beantworten können. Und wenn man diese Fragen nicht beantworten kann, dann wird man ein bisschen schlecht angesehen. Dann denken die Menschen, naja, warum weißt du das nicht? Das weiß doch jeder. Ja? Das ist doch Allgemeinbildung. Ja? Und Allgemeinbildung ist sehr wichtig, um zu wissen, worum es geht, wenn man sich mit den Leuten unterhält. Ja? Weil dies Dinge sind, die die Leute einem nicht erklären. Ja, wenn jemand sagt, hey, ich war in der Hauptstadt, dann soll ich schon wissen, dass er Berlin meint. Ja, er wird mir nicht noch extra erklären, ja, ich war in der Hauptstadt und die Hauptstadt heißt Berlin und ich bin in Berlin gewesen. Ja, dann würde ich denken, warum erklärst du mir das? Das weiß ich doch. Das ist doch Allgemeinbildung. Ja, also die Allgemeinbildung ist die Bildung, die jeder hat bzw. jeder haben sollte. Okay? Und ich denke, das ist ein schönes deutsches Wort. Ja? In einem Wort wird dieses Konzept vermittelt. In anderen Sprachen sind es oft mehrere Wörter, ja? Aber im Deutschen ein Wort. Allgemeinbildung. Und Allgemeinbildung ist wichtig. Und heutzutage mit dem Internet, selbst wenn man etwas nicht weiß, dann sollte man es schnell googeln und es sich merken. Zum Beispiel, wenn man vergessen hat, wann nochmal die Weltkriege waren und all solche Dinge. Ja? Grundlegende Fakten der Geschichte. Ja? Wann war das Mittelalter? Wann war die Antike? Und so weiter. Ja? Das ist alles Allgemeinbildung. Und wenn man dort Wissenslücken hat, dann sollte man schleunigst versuchen, diese Wissenslücken zu füllen, weil man sonst in, ich sag mal, zivilisierter Unterhaltung nicht versteht, worum es geht. Okay, das ist die Allgemeinbildung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.